3, 2, 1. Die Kirche macht Jugendliche zu YouTubern und hat dafür den Videowettbewerb Young Clip erfunden. Sie bietet auch Workshops an und zeigt den Jugendlichen, wie gute Videos funktionieren. Zum Beispiel mit Mirko Drotschmann, auf YouTube bekannt als Mr. Wissen2Go. Venezuela, ein Land, das bis vor einiger Zeit bei uns in Deutschland keine so wirklich große Rolle gespielt hat. Er war zu Gast bei den Konfirmanden in Niederseebach. Im Wettbewerb geht es um Videos mit Themen aus dem Leben der Jugendlichen. Zum Beispiel über den Umgang mit stressigen Eltern oder Themen wie: Was soll ich machen? Ausbildung oder Abitur? Ich finde es ganz toll, wenn junge Leute sich auseinandersetzen mit Themen, die wichtig sind für uns, für unser Zusammenleben. Und da ist so ein Videowettbewerb eine ganz tolle Sache. Und ich finde es ganz schön, dass man sagt, okay, junge Leute, die sind eh bei Instagram unterwegs, bei YouTube, auf anderen Plattformen. Warum versucht man den nicht über diesen Weg zu begeistern für solche Themen und sie dazu zu bringen, sich damit auseinanderzusetzen, sich eine Meinung zu bilden? Das ist ein ganz wichtiger, finde ich, auch demokratischer Prozess. Und deshalb engagiere ich mich da und versuche das so ein bisschen zu fördern. Als Kamera nehmen die Jugendlichen einfach ihr Smartphone. Mirko Drotschmann erzählt ihnen von seinen Erfahrungen als Videomacher und verrät die besten Kniffe. Die können die Jugendlichen dann direkt in ihren Videos umsetzen. Also der wichtigste Tipp ist einfach, sich vorher Gedanken zu machen und nicht einfach drauf loszufilmen. Das verursacht immer mehr Arbeit. Man sollte sich also so ein Storyboard machen, ein Drehbuch schreiben und dann loslegen. Und man sollte auch eine gute Idee haben einfach. Man sollte nicht sagen, ach, ich weiß auch nicht so richtig, was ich damit machen soll. Es wird schon irgendwie passen, sondern man sollte sich vorher genau überlegen, wo will ich hin? Was will ich in diesem Video erreichen? Ja, und dann muss man natürlich technisch sich vorher auch mal ein bisschen auseinandersetzen. Da wäre der Tipp, einfach mal so ein Testvideo zu machen, bevor man richtig loslegt. Und dann merkt man schon, welche Technik braucht man vielleicht noch, und dann passt das. Weil blöd ist natürlich, wenn man einfach loslegt und dann funktioniert was nicht und später hat es mit dem Video nicht geklappt. Das wäre dann ärgerlich. Der Young Clip Award dauert mehrere Monate. Jeden Monat können Jugendliche Videos einreichen, immer zu einem bestimmten Thema, und das Video mit den meisten Gefällt-mir-Klicks und mit der besten Bewertung einer Jury gewinnt. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ich wusste nicht, dass es so viel Arbeit ist, wie er schon gesagt hatte. Ich habe wirklich gedacht, dass man das so 10 Minuten, 20 Minuten kann man so ein Video zusammenschneiden. Aber dass das wirklich mal bei Julian Bam zum Beispiel 2 Wochen dauert, das ist schon faszinierend. Ich fand besonders gut, dass er uns erzählt hat, was er so macht und wie er angefangen hat. Und er hat es halt so cool beschrieben, wie er die Videos macht und was er in seinem Alltag so noch macht. Was findet ihr cooler? Wer findet Snapchat cooler als Instagram? Ich glaube, dass hier viele gute Ideen schon im Raum sind und dass da, glaube ich, auch schöne Videos bei rauskommen werden, weil technisch wissen jetzt alle Bescheid und es gibt auch schon mal so einen kleinen Anstoß für ein Thema, und ich bin sehr gespannt, was da letztendlich dann bei rauskommt.